Moin Leute, hier ist euer Gesocks. Wir spielen heute Don't Starve. Das ist so ein kleines Indie-Survival-Crafting-Game, was so in die Richtung Tim Burton geht vom Stil. Halt so ein bisschen krittelkrackelig und alles gruselig. Wir haben verschiedene Charaktere, die wir nehmen können. Zum Beispiel hier den Wilson, den Standardcharakter, so ein kleiner Wissenschaftler. Oder wir haben den Wolfgang, einen starken Mann mit Schnurrbart. Alle haben verschiedene Eigenschaften und verschiedene Vor- und Nachteile. Wir starten heute aber mal mit Wolfgang, da ich den ziemlich cool finde. Und wir beginnen einfach mal. Die Welt wird generiert. Die Welt ist immer zufällig und es ist sozusagen kein Spiel dasselbe. Es ist immer eine andere Welt. Das ist ziemlich cool. Hey pal, you don't look so good. We'd better find something to eat before night comes. Okay, ein Mann mit Anzug und Zigarre lässt uns irgendwo in der Pampa raus. Wir schauen erstmal, dass wir alles Mögliche, was hier so rumliegt, sammeln und schauen, dass wir auch was zu essen finden. Vielleicht ein paar Beeren oder Karotten. Genau, da haben wir auch schon welche. Weil leckere Karotten und Beeren sind auf jeden Fall gut. Nächstes sollten wir schauen, dass wir Tools bauen. Also eine Axt und eine Spitzhacke, um Holz bzw. Steine abbauen zu können. Ah, da ist schon mal ein Stein, aber wir haben leider noch nicht die Spitzhacke gebaut. Und dann können wir uns schon mal an den Steinzugang machen. Genau, wir brauchen diese Steinscherben, um Werkzeuge zu bauen. Bauen uns eine Spitzhacke und am besten noch eine Axt. Legen dann direkt los. Denn wir haben eine Tagphase und so eine Vornachtphase, in der es so ein bisschen dunkel wird, aber noch nicht ganz dunkel, so eine Dämmerungsphase. Und die echte Nachtphase. Und wir sollten halt bis zur echten Nachtphase auf jeden Fall ein Feuer haben, da wir ansonsten aus der Dunkelheit durch Monster und Schatten attackiert werden. Und das wäre eher nicht so doll. Deshalb wäre es schon gut, wenn wir ein kleines Feuer aufbauen könnten und uns auf jeden Fall im Licht aufhalten während der Nacht. Wir sehen irgendwie immer ziemlich grimmig aus. Unserem Doppelkinn und dem, obwohl nicht mal Doppelkinn, aber wir haben so ein Arschkinn mit diesem mächtigen Schnurrbart und den dicken Armen. Aber ich denke mal, wir sind schon ganz netter Genosse. Holz hacken wir schön und schnell. Fehlen nur noch ein paar Steine und dann können wir uns schon so ein Firepit bauen. Wir könnten auch so ein Campfire bauen, aber es hält leider nur eine Nacht. Und es wäre besser, wenn wir direkt so ein festes Feuer hätten. Dann müssten wir nicht jeden Tag schauen, dass wir ein neues Lagerfeuer bauen. Wir können uns abseits der Wege bewegen, da sind wir etwas langsamer. Aber falls es Wege gibt, sollten wir immer die Wege nutzen, da wir auf denen viel schneller sind.
Oh, hier ist ein Bienenstock. Den wollen wir erstmal nicht attackieren. Oh, wir sind in der Dämmerungsphase. Wir sollten langsam ein Feuer bauen. Leider haben wir noch nicht genug Steine. Ich hoffe, wir finden noch welche. Ansonsten müssten wir uns erstmal mit so einem temporären Campfeuer zufrieden geben. Besonders an Wolfgang ist, dass er, wenn er einen vollen Magen hat, also wenig Hunger hat, sehr viel Schaden macht. Ach, ich könnte allgemein mal die verschiedenen Attribute erklären. Also wir haben sowas wie Lebenspunkte, hier den Hunger und den Geisteszustand oder Verstand. Und genau, wir sollten schauen, dass die Werte immer recht hoch sind, also unser Magen immer recht gefüllt ist und wir vom Geisteszustand und vom... Wow. Was ist das? Ringsing. Okay. Kreis von Evil Flowers. Sieht nach irgendeinem Ritual oder so aus. Wir nehmen es mal einfach. I will bend into perfect circle. Okay. Cool. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen können, aber es ist auf jeden Fall anscheinend irgendwas Besonderes. Ich hoffe, das ist nicht der eine Ring. Denn ich habe keine Lust, schon am zweiten Tag mit Sauron zu kämpfen, aber sollte passen. Oh, eine Schaufel. Finden die exotischsten Sachen hier, aber leider keine Steine. Ah, so langsam wollen wir auch was essen. Ah, es wird wahrscheinlich für den ersten Tag echt nur ein normales Feuer sein müssen. Ja, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ja, wir sollten so langsam das Lagerfeuer aufschlagen. Das ist wie gesagt leider nur das temporäre. Das heißt, wir müssen morgen wieder schauen, dass wir ein neues Feuer bauen. Am besten das feste. Aber für diese Nacht sollte es erstmal reichen. Wir haben Karotten, Beeren und... Ja, noch ein paar Blütenblätter, aber die könnten wir essen. Aber ich denke, wir bleiben erstmal bei Karotten und Beeren. Wir können die so essen, aber sollten die lieber auf dem Lagerfeuer grillen oder kochen, damit wir da noch mehr Hunger von regenerieren. Sehr schön. Dann wieder ordentlich was im Magen. Ja, unser Kollege ist auch unzufrieden. The fire is not hot enough. Ja, ich hätte auch lieber ein festes Kollege. I am mighty. Genau, unser Shirt ist geplatzt. Wie wir sehen, haben wir jetzt nur noch unterhalb des Gürtels was an. Wie gesagt, wenn wir einen sehr vollen Magen haben, hauen wir ordentlich auf die Mütze. Dann haben wir sehr starke Schläge. Aber fürs Erste sollten wir Kämpfe vermeiden und schauen, dass wir... Lieber wieder Mighty vielen. Schaut erstmal. Sollten erstmal schauen, dass wir die Basis fertig kriegen und dann könnten wir uns auch auf den Weg machen und uns mit anderen anlegen. Sammeln wieder alles, was wir. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Oh. Jetzt haben wir den Schmetter ab. Schon zwischen den Zähnen. Oh, schmeckt ganz okay anscheinend. Ich habe noch nie persönlich Schmetterlingsflügel gegessen, aber die scheinen wohl genießbar zu sein. Ja, es passt. Ja, so langsam sollten wir weitere Steine finden.
Bienenstock. Den umgeben wir immer noch. Auch wenn unser Shirt zerrissen ist und wir eigentlich schon ziemlich mächtig sind. Weißt du was? Wir haben keine einzige Mine gefunden. Wir springen einfach mal in das Wurmloch. Die Wurmlöcher sind sowas wie Teleporter, sage ich mal. Die teleportieren uns auch wie echte Wurmlöcher. Vom einen zum anderen Standort und wir haben direkt eine Mine. Perfekt. Hat sich doch gelohnt. Können mal schauen, wo wir rausgekommen sind. Ach, da unten. Also schon ein gutes Stück weiter unten. Oh, es regnet. Macht uns nicht allzu viel aus, aber sollte nicht donnern. Donnert es? Das wäre nicht cool, denn das kann uns natürlich schaden, indem wir vom Blitz getroffen werden. Ah, sehr schön, noch eine Mine. Sehen wir ein bisschen aus wie so ein Knacki, der irgendwie verpfiffen wurde und irgendwie jetzt Steine kloppen muss mit diesem gestreiften Overall, also Ex-Overall. Wow. Boah, ich wäre fast in die... Wow, ein Ice-Staff. Aber der wird bewacht von 5 bösen Wölfen oder keine Ahnung, was das sind. Ich könnte sie attackieren, aber ich bin, denke ich, noch lange nicht stark genug, um mich gleichzeitig mit 5 anzulegen, auch wenn ich sehr gerne diesen Ice-Staff hätte. Ah, noch 3 Steine fehlen uns. Dann haben wir das feste Lagerfeuer. Den Fire Pit. Wow, was haben wir da vorne? Ah, ein Touchstone. Die sind ziemlich cool. Das ist sowas wie ein Extra-Leben. Falls wir sterben sollten, werden wir hier an diesem Touchstone wiederbelebt. Das heißt, wir haben schon mal ein Leben frei. Oh, unser Shirt hat sich regeneriert. Jetzt, wo wir wieder etwas hungriger sind. Oh, was haben wir da? Oh, lecker Schokopudding. Den können wir nutzen, um eine Farm zu bauen. Cool, dass wir schon so früh einen finden. Muss Platz im Inventar finden. Ich mal ein paar Beeren schnell. Auf jeden Fall cool, dass wir den schon gefunden haben. So schnell. Schokopudding. Können wir gleich eine Farm bauen und dort selber Gemüse anpflanzen. Die kleinen Beefalos heißen, die sind ziemlich cool, sind auch friedlich, aber wir sollten die nicht attackieren, weil die sich doch schon zu wehren wissen, wenn man sie erstmal reizt. Genau, aber die sind friedlich und wir sammeln jetzt erstmal nur den fallen gelassenen Schokopudding auf und gehen weiter. So, ich vermute, wir werden uns wieder ein temporäres Lagerfeuer bauen müssen. Außer wir finden jetzt schnell irgendwie eine Mine, die wir abbauen können. Da so langsam wieder die Nacht beginnt. Ah, sehr gut. Puh, noch fast im letzten Moment. Ich hoffe, es gibt uns 3 Steine. Oh nein, es gibt's ja nicht. Nur 2. Okay, es fehlt uns immer noch ein Stein, oder? Nee, fehlt uns nicht. Oh, ich dachte schon. Sehr gut. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Können das feste Lagerfeuer bauen. Fire Pit. Bauen wir den hier in der Nähe von den Bienen, wenn nicht so cool. Da die auch schon mal tagsüber rauskommen und nicht immer gut gelaunt sind. Aber hier direkt am Feld in der Nähe der Beefalos wäre schon nicht schlecht. Ich denke, wir schauen mal, was sich so anbietet.
So, hier unten beginnt schon wieder das Feld. Denk, dann bauen wir einfach mal hier eine kleine Fläche, die frei ist von allem Möglichen. Bauen wir hier unser Lager auf. Ja. Passt doch schon mal gut. Endlich haben wir das feste Feuer. Bleiben sozusagen, wenn das Feuer ausgeht, die Steine übrig. Und wir haben, können die dann mit den Ästen bzw. mit Holzstämmen oder Gras wieder anzünden. Haben dann immer ein festes Feuer und müssen uns keine Sorgen mehr darum machen, ob wir alle Zutaten haben, um das Lagerfeuer zu bauen. Wir können da auch diese Pinienzapfen reinhauen. Ganz cool. Wir könnten die Alternative auch pflanzen, aber das dauert eine Zeit, bis die dann erstmal fertig ausgewachsen sind. Deshalb benutze ich die ganz gerne nur, um das Feuer aufrechtzuerhalten. Innerhalb des Lichtkegels, wie gerade schon, können wir uns sicher bewegen fürs Erste und sind geschützt vor Monstern. Aber wir sollten halt immer schauen, dass das Feuer groß genug bleibt und wir nicht in der Dunkelheit landen. So, an Tag 3 könnten wir schauen, ob wir eine Science Machine zusammenkriegen. Dafür bräuchten wir ein Gold Nugget und 4 weitere Rocks. Science Machine erlaubt uns, weitere Rezepte freizuschalten, die wir dann bauen können. Und ja, es wäre ganz cool, wenn wir es schaffen könnten, am nächsten Tag eine zu bauen. Ich könnte auch ein Grass Suit bauen. Vielleicht machen wir das mal. Cool, jetzt haben wir so eine kleine Grasrüstung, die uns vor Schaden schützt. Also, zumindest etwas. Machen wir uns noch ein paar Beeren. Und wir fühlen uns wieder mächtig. Sehr gut. Und wir haben wieder einen vollen Magen. Ich frage mich wirklich, was hiermit auf sich hat. Aber ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir schon noch sehen. Ich denke, wir werden jetzt schauen, ob wir unten bei den Büffeln hier noch einen Schokopudding kriegen. Und vielleicht noch Goldnuggets und ein paar Steine. Dann schauen wir, dass wir eine Science Machine bauen. Ah, hier ist doch schon mal noch ein Stein. Irgendwann eine Mine. So, wir haben wieder Platzprobleme. Essen wir schnell ein paar Beeren. Läuft. Haben wir auch eine Mine. Gibt so besondere Minen, die so durchzogen sind von so Goldadern. Die bräuchten wir gerade, um die Nuggets zu finden. Oder alternativ gibt es oft auch auf Friedhöfen Goldnuggets, die einfach rumliegen. Fürs Erste schauen wir uns hier mal um, ob wir hier nicht eine Mine mit Gold finden. Oh, da haben wir noch Schokopudding. Oh, Dresses. Cool. Wir können uns einen kleinen Blumenkranz bauen. Und sind jetzt coole Hippies geworden in unserem Grass Suit und unserem Blumenkranz. Cool, 2 weitere Schokopuddings. Oh, noch einer. Fehlt uns nur noch ein Golden Nugget und wir sind fürs Erste echt gut dabei. Es ist echt cool, dass wir die hier in der Nähe haben, weil wir die halt, wie gesagt, für eine Farm brauchen und wir dann echt weniger Probleme haben, immer was zu essen zu finden, wenn wir uns immer mehrere Farmen gleichzeitig halten. Ah, mit dem Gold läuft es noch nicht so ganz, aber ist kein Problem. Wir finden schon noch was.
Hauptsache ist erstmal, dass wir ein Feuer hingekriegt haben und ordentlich was zu essen haben. Oh, noch einer. Wir lassen keinen Schokopudding zurück. Boah, schon 13 Schokopuddings. Bald haben wir eine Palette Schokopudding. Sollte man immer im Haushalt haben. Wormhole, aber ich denke, wir finden hier schon was. Oh, die Landschaft hat sich verändert. So eine karge Erdlandschaft. Beziehungsweise hier beginnt ein Wald. Sein, dass wir hier vielleicht einen Friedhof finden, beziehungsweise Goldmine. Oh, Pickhouses. Schweine sind ganz friedlich. Die wollen nicht, dass man denen allzu nahe kommt, aber die attackieren einen jetzt nicht unbedingt, wenn man sie nicht attackiert. Und man kann sie sogar bestechen, indem man denen was zu essen gibt und dann helfen die einem gegen verschiedenste Feinde zu kämpfen. Also die sind doch schon cool und eher Freund als Feind. Schon wieder Nacht geworden. Wir sollten uns langsam auf den Rückweg machen, aber ich muss noch einmal hier links schauen. Im Notfall können wir uns auch eine Fackel anzünden, aber es wäre besser, wenn wir das Holz und das Gras sparen könnten und so zurück zu unserem Lager finden, bevor die Nacht beginnt. Na, ich denke, wir haben keine andere Wahl. Wir sollten langsam zurück zum Lagerfeuer. Oh, ist doch schon etwas längerer Weg. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Am besten halten wir uns auf dem Weg, damit wir schneller sind. Aber das könnten wir schaffen, denke ich. Solange wir auf den Wegen bleiben. Oh, wir haben wieder Hunger. Aber wir sind auf dem Weg zum Feuer. Dann braten wir uns was Leckeres auf dem Grill. Sind Steine, ja, da können wir morgen mal schauen, ob wir da welche mit Gold-Nuggets finden. Wir haben es fast geschafft. Oh, den Haufen nehme ich noch mit. Und den da. Und jetzt aber ganz flott zurück zum Feuer. Ah, im Notfall haben wir alles für die Torch, also für die Fackel. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht. Ah, ist nur noch da hoch. Wird knapp. Ah, wir könnten es schaffen. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Das war sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Haben leider immer noch kein Gold gefunden. Aber es scheint, als würde hier vorne mehrere Steinminen sein. Vielleicht ist eine davon auch mit Gold bestückt. Das heißt, wir schauen da morgen mal vorbei. Denn wenn wir erstmal die Science Machine haben, dann können wir uns
viele verschiedene Sachen bauen. Auch die Farm. Wir haben sehr viel Schokopudding gesammelt. Dann ist auf jeden Fall eine Farm drin. Und auch zum Beispiel eine Mauer oder andere Sachen. Das heißt, die ist schon sehr wichtig, dass wir die jetzt so langsam bauen. Genau, aber ich denke, das ist für die erste Folge. Ich denke, wir machen hier einen Break. Das waren schon mal die ersten 3 Tage. Wir haben eine Menge geschafft, haben viel eingesammelt und ein Feuer hingekriegt. Leider noch keine Science Machine, aber wir haben eine Vermutung, wo wir Gold finden könnten und werden auf jeden Fall morgen mal schauen, dass wir die Science Machine bauen und eine Farm. Da wir eh schon ziemlich hippie-mäßig unterwegs sind, passt es am besten dazu, wenn wir uns von unserem selbst angebauten Sachen ernähren. Und dann würde ich sagen, bis zu Folge 2. Wir sehen uns und haut rein.